Starship. Coordinated global attack on the alien mothership are almost complete. Okay. We must shoot down the mothership. Okay. Now go and fight for all humanity. Interessant. Holen wir jetzt endlich wirklich das, also endlich wirklich, wirklich, wirklich das Mutterschiff vom Himmel? Ich bin ja fasziniert. Gut, wird also wieder Zeit für einen wunderbaren Raketenwerfer. Range 300 Meter, reicht mir das? 3000 Meter klingt irgendwie besser. Radius 8 Meter, Radius 40 Meter. This makes it impossible to reload on the battlefield. Okay, will ich sowieso nicht. Dann lieber den hier, den Stingray M2. Holen wir mal ein Mutterschiff vom Himmel. Und dann holen sie wahrscheinlich noch Mutterschiff 2, 3, 4, 5 und so weiter. Kann sein. So ähnlich wie bei Independence Day, wo es ja auch mehrere der großen Schiffe gab, die ja über die ganzen Hauptstädte der Welt gekreist sind und da ihre massive Attacke gestartet haben. Und nachdem die Amerikaner das eine Mutterschiff kaputt gemacht hatten und sie übermittelt haben, wie die anderen Mutterschiffe kaputt gehen, hat es natürlich überall auf der Welt geklappt und alle anderen Mutterschiffe sind auch draufgegangen. Fand ich sehr faszinierend, wirklich. Also, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es in der Realität geklappt hätte, so auf die Art und Weise, aber weil wenn man mal ganz ehrlich ist, die Aliens waren zu dem Zeitpunkt in Independence Day schon irgendwie an einen Punkt angelangt, wo man sagen kann, sie haben die Weltbevölkerung ziemlich in die Ecke gedrängt. Allein schon ressourcentechnisch und dergleichen. Also das kann mir keiner erzählen, dass die Menschheit da noch großartig eine Chance gehabt hätte oder so. Oh, das ist ja eine lustige Waffe. Die feuert ja V-förmig. Das ist jetzt nicht unbedingt optimal für solche Gegner, möchte ich mal sagen. Aber dafür habe ich ja meinen Raketenwerfer. Passt schon. Und der lädt auch relativ schnell nach. Das gefällt mir. Die laden auch normale Roboter ab? Oder sehe ich das verkehrt? Da waren irgendwelche UFOs, glaube ich, noch am Himmel, ne? Das war das Problem jetzt. Ach so. Kaboom, kaboom. Na komm. Kaboom, kaboom. Geht doch. Geht doch. Ich lasse mich doch hier nicht von irgendwelchen Gartenzäunen verarschen. Von denen eigentlich auch nicht. Von irgendwelchen Raumschiffen verarschen. So. Wie sie hin und her wackeln, wenn man sie trifft. Das ist ein Freudenfest. So. Ja, die AF. Na gut, deswegen heißt sie wie, ne? V. Wegen dem V-Schuss. Interessant. Könnte bei größeren Gegneransammlungen natürlich eine super Sache sein, wenn man sich einer Marder von Ameisen wieder gegenüber sieht. Aber so gegen einzelne Gegner ist es jetzt nicht unbedingt das Dollste, was ich jemals in meinem Leben eingesammelt habe. Ich sehe relativ wenig. Juhu! Hallo? Hier sollen irgendwo Kisten sein. Ah, cool. Da ist eine Kiste. Mehr wollte ich doch gar nicht. Noch irgendwas Interessantes? Ich sehe jetzt so spontan nichts. Was zum Teufel? Kann ich euch wieder vom Himmel holen oder so? Warum habt ihr eigentlich so einen komischen neuen Laser? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Hatte ich doch erst kaputt gemacht, das Ding. Au! Ich wollte gerade sagen, war doch eigentlich eh so, dass man sich beeilen muss, oder? Ich glaube, ich hatte es genau jetzt in dem Moment kaputt gemacht. Ach, ist ja herzallerliebst. Herrlich. Kann mich mal jemand wiederbeleben? Medic! Medic! Hallo? Mission failed. Dup, dup, dü. Ist schon okay. Ist in Ordnung. Nehme ich alles so hin. So, wie mache ich jetzt weiter? Ich meine, ich könnte direkt zum Mutterschiff hinlaufen. Ich könnte aber auch erstmal versuchen, diese ollen Raumschiffe dort kaputt zu machen. Die auch schon wieder über die ganze Innenstadt verteilt sind. Das heißt, es dauert wieder eine halbe Stunde, bis ich vom einen Raumschiff zum anderen gelaufen bin. Ach, ist es nicht herrlich. Öffnet die Luken! Juhu! Ich habe etwas für euch. Eigentlich sind die auch voll dämlich, oder?
Die bräuchten die Luken nur mal oben anzubringen. Und dann hüpfen die Viecher halt von oben aus dem Raumschiff raus. Und schon wären sie mir absolut überlegen, weil dann könnte ich sie von unten nicht mehr treffen. Mist, jetzt habe ich es auf eine Idee gebracht. Für den nächsten Teil. Für 2033 oder irgendwie sowas. Ja, wenn sie dann in 8 Jahren wiederkommen. Weiß der Teufel. Wäre eine witzige Idee. In der Tat. Dann müssten wir uns wirklich mal was ganz Neues einfallen lassen. Also das wäre eine Herausforderung, wie wir sie bis dato noch nicht gekannt haben. Was ist denn das, was da durch die Gegend fliegt? Bio! Es hat Bio gemacht. Bio? Ja. Piu, piu, piu. Piu, piu. Typisches Lasergeräusch. Piu, piu. Piu, piu, Laser. Reload. Haben wir verstanden. Bitte sprinte dorthin. Bitte. Achso, ja. Okay, die haben jetzt ihre dicke Wumme. Die dicke Bertha ausgepackt. Um es mir so richtig zu zeigen. Aber. Ui, 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 ui. Ja, diesmal gehe ich zum einen nicht so nah ran. Zum anderen hoffe ich, dass meine Taktik gerade funktioniert. Also, dass ich so überhaupt ein bisschen Schaden verursache. Ansonsten muss ich jetzt doch wieder gleich dazu übergehen. Ja, doch, nee, es hat Schaden verursacht. Hallöchen. Mir war doch so, dass da irgendwo was in der Nähe sein muss. Mich hat gedünkt, dass da irgendjemand nach mir geschossen hat. Es fühlte sich gar seltsam an. Naja. Ging ja noch einigermaßen gut. Und solange die dicke Kanone weg ist, kann ich auch nicht instant sterben. Ratter, 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 ratter. Jetzt muss ich immer absichtlich vorbeischießen, damit ich mit meiner V-Kanone treffe. Auch toll. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber irgendwie ist es schon cool. Da kann man auch zwei Gegner auf einmal ausschalten und so. Ach man, herrlich. Es gibt so viele schöne Waffen in diesem Spiel. Auch wenn sie von der Grund, ja. Vom Grunde her, im Grunde eigentlich alle ziemlich ähnlich sind. Und von daher weiß man nicht, ob man da wirklich so viele, ob es wirklich so viele Waffentypen eigentlich in diesem Spiel gibt oder nicht. Aber naja, irgendwie ist das schon nett. So, okay. Und jetzt müsste es doch eigentlich so sein, dass ich, ja genau, jetzt euch kaputt machen kann. Und jetzt haben wir doch tatsächlich den klassischen Endkampf eigentlich aus Earth Defense Force 2017. Ich hole jetzt die ganzen Platten dort vom Himmel. Und dann passiert irgendetwas Wunderbares oder so. Nee, dann öffnet das Mutterschiff, glaube ich, nochmal irgendwann seine Luke. Und ja, dann können wir es richtig zerlegen. Erstmal mache ich diese ganzen Dinger kaputt. Oder sollte ich diese ganzen Dinger kaputt machen, mit denen es hier so schießt. Weil die nerven ja doch ein ganz kleines bisschen. Au. Leider ist das Gebäude da so ein bisschen im Weg. Ich sehe nicht, was direkt unter dem Mutterschiff passiert. Wäre super, wenn mal jemand dieses Gebäude da entfernen könnte. Läuft hier irgendwo... Na, ist das ein Roboter oder was? Dann ist noch ein Raumschiff. Ja, ich weiß, aber egal. Kommt das Mutterschiff immer näher oder bin ich blöde? Theoretisch hat es die Luke ja schon offen. Kann ich das Mutterschiff so schon angreifen? Ich weiß es nicht. Wir können auch erstmal Platten abschießen. Eine Platte hier, eine Platte da. Au. Ich glaube einfach mal, dass es ein bisschen weh tut. Tut sich da irgendwas? Schießen die? Nee, aber es sieht doch ziemlich offen aus, oder nicht? Ja, man kann da Schaden machen. Immer schön reinschießen, immer schön reinschießen. Ab und zu nochmal so eine Platte oder so, damit es denen besonders schlecht geht. Und dann, ich glaube, jetzt machen sie die Schotten wieder kurzzeitig dicht, okay? Die Schotten machen sie dicht. Nicht die Iren oder die Briten, nein, die Schotten. Ja. So. Ich verliere zwar permanent ein bisschen Energie, weil ich durch irgendwas getroffen werde. Aber ich glaube, das muss mir mal für den kurzen Moment relativ egal sein. Hier laufen ja angeblich noch ein paar Leute von mir rum. Oh!
Okay, vielleicht sollte ich andeutungsweise aber auch ab und zu mal ein bisschen helfen. Und nebenbei noch ein bisschen was einsammeln. Dann geht's uns nicht gar so schlecht. Vor allem diese Roboter können ja nerven. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Juhu. Haben wir den einen erledigt? Nee. Wow. Das war ein schöner Treffer. Muss ich ja fast schon zugeben. Na, machen wir mal so. Ratter, Ratter. Ja, toll. Ratter, Ratter und Munition alle. Okay. Den erledigt. Ich weiß nur nicht, ob die noch irgendeine, ja, ohne ihre Superkanone, noch irgendeine besondere Attacke starten können oder nicht. Die mich so richtig schön erledigen kann. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Weil sonst würde ich mir hier, ja, unnötige Arbeit machen. Trifft das? Ja, das trifft. Schaden! Schaden! Mutterschiff! Mutterschiff! Aber was kommt danach? Oh, ich bin so auf den Story-Twist gespannt. Oder ist es schon die letzte Mission? Aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Das Optionsmenü und dergleichen, die sagen eigentlich nein. Es kann nicht die letzte Mission sein. So. Dich auch weg. Hier noch ein paar Raumschiffe weniger. Ratter, 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 ratter. Gerade so geruckelt. Ich hätte jetzt wetten können, dass er nochmal die Klappe aufmacht. Aber dem scheint wohl irgendwie nicht zu sein. Todeslasers! So. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Sie geben nicht auf. Das muss man ihnen ja lassen. Flupp! Aber auch da fragt man sich, warum öffnen sie immer wieder dort unten ihre Klappe, damit man sie wirklich angreifen kann? Was zum Teufel? Das ist neu, das ist tödlich, das ist ekelhaft, das ist Igitt, das ist, macht es weg, macht es weg, macht es weg, macht es weg. Macht es weg, weil sonst Tod, Verderben, Chaos, Zerstörung. Ich will nicht sterben, ich will vor allem nicht, dass es so ruckelt, scheiße, ich sehe doch nichts. Beziehungsweise, ich kann doch nicht zielen. Halt doch mal einer die Kamera still! Was ist das für ein Anfänger, der da hinter mir herläuft? Angriff, Angriff, Angriff. Immer schön in die Mitte, wenn es sich ergibt. Und auch immer schön nochmal ein paar Raumschiffe erledigen, wenn es sich ergibt. Weil man so ja nochmal ein bisschen Lebensenergie einsammeln kann, habe ich mir so gedacht. Mission cleared? Was? Ist es? Ist es wirklich TÜNEF? Ist es so richtig? Ist es... Ich meine, haben wir... Es fühlte sich noch nicht danach an. Ich bin ja... Und nu? Was nu? Dance. The alien mothership has been defeated. Yes! Resulted with two motherships defeated. Yay! The Ravagers will be in shock after blah, however, since have gone to Nessna, we will destroy. Ja, genau. So, jetzt geht's noch darum, die restlichen Viecher auf unserem Planeten zu verscheuchen. Und das machen wir ganz gekonnt, indem wir hier so eine Waffe nehmen und da noch irgendwie eine andere Waffe. Ne, keine Shotgun, kein Grenade-Dingens? Weiß ich nicht. Alles Grenade-Dingens. Granate! Einfach so. Weil wir es können. Aber wie gesagt, das Mutterschiff, es war nicht die letzte Mission. Hier endete das Spiel quasi gesehen in 2017. Man hat das Mutterschiff vernichtet und die ganze Welt war dann auf einmal glücklich und zufrieden und so und ja, das war's dann. Stattdessen geht's dann hier weiter mit der Nachlese. Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, dass die Ravagers jetzt schon klein beigeben. Da wird noch was kommen, zwangsläufig. Ich vermisse immer noch die riesengroßen Monster. Diese Dino-Monster oder was auch immer. Da will ich noch was sehen.
für mein Geld. Und ich habe ja wirklich also 50 Euro oder so, was das Spiel gekostet hat. Hallo, also wenn ich da mein Dino-Monster nicht bekomme, dann bin ich enttäuscht. So. Irgendwie mag ich die Granaten. Also die machen ganz gut Wumms, sagen wir es mal so. Ein schlechter sein. Ich glaube, die Ravagers sind jetzt so ein bisschen pissig. Ich weiß gar nicht, warum. Dabei habe ich doch fast nichts gemacht. Also, fast nichts. Gut, ich habe ihr Mutterschiff kaputt gemacht. Und da waren vielleicht ein paar eure Familienmitglieder drauf oder so. Ja, der Schwibschwager des Cousins fünften Grades oder so. Weiß ich nicht. Kann ja alles sein und ist ja auch richtig und schön und so. Aber irgendwie... Irgendwie fühle ich mich missverstanden. Jetzt in dem Moment. Das war doch alles nicht persönlich. Ich musste doch quasi gesehen etwas tun. Hätten sie natürlich das gleiche getan. Stell dir mal vor, wir würden jetzt auf den Planeten der Alien-Viecher reisen. Was übrigens ein extrem cooles Setting wäre, wie ich mir das jetzt gerade mal so in meinem Kopf vorstelle. Und wir würden einfach mal so sagen, hehe, so, ihr habt die ganze Zeit versucht, uns anzugreifen. Jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um und jetzt greifen wir euch an. Also irgendwie hätte das was. Ist das nicht sogar irgendwas, was in... Wurde das in Starship Troopers nicht sogar gemacht? Dass die Menschen dann irgendwie auf dem Planeten der Aliens geflogen sind oder so? Ich glaube, das war so. Ich weiß nicht genau, ob es im ersten Starship Troopers Teil der Fall war, aber... Spätestens im zweiten oder dritten schon. Gibt es überhaupt drei Teile? Ich habe keinen Schimmer. Also ich weiß, doch. Es gibt mindestens zwei Starship Troopers Teile. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber im dritten, keine Ahnung. Würde sich anbieten. Es gibt so fast... Naja, vor allem bei solchen Filmen. Irgendwelche... Produktionen, die auch nicht mehr so viel... Kohle verschlungen haben oder dergleichen. Da kann man nochmal... Da kann man nochmal zweiten oder dritten Teil raushauen. Kann mir schon vorstellen. Also ich glaube, der erste Teil wird noch ein bisschen... Naja, gut. Da bewege ich mich jetzt auf relativ dünnem Eis. Es gibt ja solche und solche Filme, sag ich mal. Also wo dann der erste Teil wirklich ziemlich erfolgreich war, aber die zweiten und dritten Teile dann im Endeffekt nur gemacht wurden, um irgendwie nochmal Cash zu generieren. Und bei denen sich dann auch verhältnismäßig wenig Mühe gegeben wurde, die dann teilweise auch direkt auf DVD erschienen sind oder dergleichen. Ob das jetzt genau bei Starship Troopers auch zutrifft, weiß ich nicht. Offen gesagt. Ich glaube, der erste Teil hat damals schon für einigermaßen Furore gesorgt und ich habe mir mittlerweile ja auch sagen lassen, dass er ziemlich brutal war und wenn überhaupt im Fernsehen auch nur... guck mal. Wenn überhaupt im Fernsehen auch nur eine Cut-Version laufen würde. Aber wie gesagt, wie es dann mit etwaigen anderen Teilen oder so aussieht, kein Schimmer. So stark ist die Granate gar nicht gewesen. Sah immer nur so hübsch aus. Schade drum. Aber wenn es hier ein Nest gab, dann gab es oder gibt es hier auch noch andere Nester. Was wiederum bedeutet, dass ich mich noch ein bisschen umgucken muss. Dich hier kaputt. Achso, du lebst noch. Mensch. Das weiß man bei den Viechern manchmal auch nicht. Wenn die so komisch, so dämlich irgendwie irgendwo dranhängen. Guck mal. Da weiß man immer nicht, seid ihr jetzt tot, seid ihr nicht tot, wollt ihr tot sein, wann wollt ihr tot sein, wie wollt ihr tot sein, sollen wir zu eurer Beerdigung kommen, ja, nein, vielleicht, also irgendwie ist gar nicht so einfach. Flup. Ob die Ravagers an sich nur ein kriegerisches Volk sind oder ob es auf ihrem Planeten eigentlich ziemlich beschaulich zugeht. Ich meine, so richtig friedvoll oder so, wie muss man sich das vorstellen? Der normale... Ja, gut. Wir gehen jetzt immer noch davon aus, ne, dass die ganzen Insekten und so weiter vielleicht einfach nur Biowaffen sind. Also die wurden halt gezüchtet für den Kampf. Was anderes können sie nicht. Also außer töten. Ja, da sitzen jetzt also oben in Raumschiffen irgendwelche ganz normalen Ravagers, die vielleicht ganz normale Familienväter oder dergleichen sind. Wenn die dann normalerweise abends von der Arbeit nach Hause kommen oder so, dann heißt es, bin wieder da, Schatz. Und dann kommen die kleinen süßen Ravager-Kinder angelaufen und dann sagen die so, oh, Daddy ist wieder da, oh, hast du uns was mitgebracht, Daddy. Und dann sagt er, natürlich, Sohnemann und
Töchterlein und dergleichen. Und kommt her, hier, ich habe euch was zum Spielen mitgebracht. Guck mal, das ist ein kleiner Erdling. Den halten wir ab sofort als Sklaven. Ja, den haben wir nämlich 2017 entführt und ja, irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Könnte doch alles sein. Was weiß ich. Der normale Alltag eines Ravagers. Aber die Idee finde ich echt nicht schlecht. Also wenn sie nochmal so... Na gut, okay, es hätte mit Earth Defense Force vielleicht nicht mehr wirklich was zu tun. Aber so das andere Setting, auf den Planeten der Ravagers vordringen, hätte was. Um so endgültig die Bedrohung einfach zu eliminieren. Ja. Hat dann meiner Meinung nach eigentlich schon dann doch mehr etwas mit Verteidigung zu tun als mit einer Präventivmaßnahme. Weil nach mittlerweile 2 intergalaktischen Konflikten zwischen Ravagers und Erdlingen, da darf man sich doch zu Recht fragen, ob die Ravagers denn wirklich an einer friedlichen Lösung interessiert sind oder ob es nicht doch irgendwie besser wäre, die jetzt so langsam aber sicher dann mal platt zu machen, damit man in Zukunft dann mal so ein bisschen verschont bleibt. Also würde ich zumindest für klüger halten. Trotz aller pazifistischen Gedanken, die ich ansonsten in meinem täglichen Leben hege, aber das würde ich dann doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise begrüßen. So, hier hinten muss noch irgendwo was sein. Ach so, guck mal. Da habe ich doch glatt, da wollte ich doch sagen, da kamen auf einmal so viele rote Punkte wieder her. Granate! MG-12! MG-Scheiße! Das war dumm. Und deswegen mögen wir normale Granaten nicht. Und deswegen benutzen wir jetzt wieder unsere normale... Ja, normale Waffe. Weil damit können wir uns wenigstens nicht selber verletzen. Die Viecher sind runtergesprungen, oder? Ja, sind sie. Blub, blub. Das war das eine. Das war das andere. Auch dieser Hafen wäre damit gesäubert. Und jetzt können wieder Kreuzfahrtschiffe hier auslaufen und... Na gut, eigentlich ist es ein Containerhafen. Jetzt können hier wieder Frachtschiffe auslaufen und sich freuen darüber, dass die Gewässer wieder spinnenfrei sind. Ja, so muss das.